Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Diesmal stelle ich euch eine echte Perle vor, eine unentdeckte Perle möglicherweise, weil ich denke, kaum jemand kennt das Unternehmen Cellavision. Dabei handelt es sich hier um einen Marktführer in der Medizintechnik, eine führende Stellung. Die vertreiben weltweit ihre Mikroskope, haben ein Ökosystem aufgebaut und haben noch Platz zu wachsen. Gleichzeitig ist die Aktie um über 50% vom Allzeithoch zurückgekehrt. Das heißt, wir könnten hier eine sehr günstige Einstiegsgelegenheit sehen. Mein Name Thorsten Tiete, hier geht es um Qualitätsaktien und ich denke, Cellavision ist eine solche Qualitätsaktie. An der Stelle ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Wir analysieren Cellavision, gucken uns am Ende die Bewertung an und dann gibt es von meiner Seite aus noch ein Fazit. Los geht's. Hier ist Cellavision, das ist die Webseite. Wie ich schon sagte, sie stellen Mikroskope her, oh, zur Blutbildbestimmung. Das sind dann unterschiedliche Krankheiten zu diagnostizieren. Aber sie stellen nicht nur Mikroskope her und haben da einen Weltmarktanteil von nahezu 30% in Großlaboren, sondern sie betreiben auch oder vertreiben auch Reagenzien. Das ist das, was man dann, nachdem man die mikroskopische Aufnahme gemacht hat, braucht für die Diagnose. Da werden dann chemische Reaktionen hervorgerufen, die dann die Diagnose erleichtern bezüglich Bakterienbefall, Blutbild an sich, Parasiten, was haben wir hier noch? Mykose, also Pilzbefall möglicherweise und andere Dinge. Und dann haben wir sogar es mit einem Softwareunternehmen zu tun bei Cellavision, wobei ich jetzt mal grob einteilen würde, dass sie zwei Arten von Software machen. Eine Software, die die Diagnose effizienter gestaltet, das wäre hier oben zu sehen, und eine Software, die eher in Richtung Management geht, die auch das Labor, dem Labor helfen soll bei der effizienten Auftragsabwicklung. Die Labore haben ja mit Kostendruck zu tun und Cellavision setzt hier auch an, um die eigentliche Arbeit hier oben, die Diagnose effizienter zu gestalten und dann um die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Hier beispielsweise Remote Review Software. Ihr wisst, im Rahmen von Corona ist Heimarbeit groß in Mode gekommen, bleibt auch so vielerorts und bei Laboren ist es ebenfalls so, auch da gibt es Heimarbeit und da ist dann eine Remote-Software wichtig. Das hier ist eine klassische Management-Software, wo es darum geht, den Workflow effizient zu gestalten über die Hierarchieebenen hinweg. Die wird eingesetzt vom Labormanager, da geht es dann hin bis zum Qualifikationsmanagement der einzelnen Labormitarbeiter. Also wir haben ja auch den Softwarebereich und wenn wir mal kurz reingucken, jetzt gehen wir in den Aktienfinder. Wo wird wie viel Umsatz gemacht? Und da habe ich jetzt schon Cellavision ausgewählt und dann sehen wir hier entsprechend die Segmente. Hier sind dann die unterschiedlichen, ja, Segmente. Instruments, da sind die Mikroskope drin und da wird der meiste Umsatz gemacht, knapp 60%. Aber ist die Software drin, knapp 30, 25%, also ein Viertel mit Software und die Reagenzien um die 16%. Und Cellavision, wenn man schon hier ist, die sind überregional tätig, die sind weltweit tätig. Hier Europa in erster Linie machen sie 45% der Umsätze, in Amerika knapp 40% und in Asien knapp 20%. Sie haben in über 40 Ländern Direktvertretungen. Auf der anderen Seite sind sie kein riesiges Unternehmen. Sie haben lediglich knapp 300 Mitarbeiter. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben, ich glaube sogar nur um die 240. Mal kurz ins Unternehmensprofil reinspiegeln. Hier steht 200 Mitarbeiter. Ich glaube, es sind mittlerweile knapp 240 Mitarbeiter. Also ist auch ein sehr effizientes Unternehmen. Und wenn ich Effizienz sage, dann bleiben wir hier, gucken wir mal in den Gewinnfluss. Hier siehst du für das Geschäftsjahr 2022 die Aufwände und die Kosten. Und man sieht hier, das sind die Umsätze und hier ist dann der Bruttogewinn. Und da sieht man auch schon die Margen. Bruttomargen liegen bei 69%, das sind die Material- und direkt zurechenbaren Lohnkosten hier. Das ist sehr hoch, das ist so hoch, fast so hoch, wie es bei guten Softwarefirmen der Fall ist. Wir haben dann einige Positionen hier in Forschung und Entwicklung oder Kosten und dann noch in Vertrieb und Marketing. Und wenn wir dann aber die gesamten operativen Kosten hier rausnehmen, dann haben wir immer noch einen schönen hohen Gesamtgewinn.
Und wir haben ja hier, wenn wir operativen Gewinn nehmen, da sehen wir dann auch die operativen Margen, ist der gesamte Betriebsaufwand gleich drin. Die liegen dann immer noch bei um die 25% operative Marge. Und nachdem Zinsen und Steuern gezahlt sind, bleiben immer noch knapp 19% übrig oder blieben übrig im Geschäftsjahr 2022. Das sieht erstmal nicht so schlecht aus. Also wir haben hier ein wirklich profitables, hochprofitables Unternehmen und man sieht, das bleibt auch so. Also der Nettogewinn, der ist immer da. Wir haben hier nie Verlustjahre. Also wir haben ein sehr solides Unternehmen hier vor uns und das können wir natürlich auch im Qualitätscheck sehen. Jetzt sehen wir nämlich, dass die ganze Zeit Gewinne geschrieben werden und die Gewinne steigen. Das heißt, wir haben hier ein Qualitätsunternehmen vor uns. Was vielleicht ein bisschen irritiert, das ist hier die Dividendenstreichung, komme ich gleich drauf, bleibe aber hier mal noch kurz bei den Margen. Ich zoome mal hier etwas rein, operative Margenumsatz. Sehen wir, dass die Margen hier nochmal relativ stark schwanken. Und die Margen sind jetzt nochmal gefallen, die operativen, von 29 auf die besagten 25%. In erster Linie wegen steigenden Inputkosten, also Materialkosten. Das heißt, die Mikroskope sind jetzt etwas teurer geworden für die Herstellung. Und das kann erst weitergegeben werden im nächsten Jahr. Das wird auch weitergegeben. Laut dem Management gab es entsprechende Preisverhandlungen und die Preissteigerungen werden dann wohl auch akzeptiert von den Kunden. So wird es auf jeden Fall dargestellt. Aber erst im Jahr 2023, das heißt fürs Geschäftsjahr 2023, sollten die Margen wieder steigen. Und tatsächlich sehen wir hier, dass steigende Margen prognostiziert werden von knapp 25% auf fast 27%. Und entsprechend soll es dann auch wieder mit dem Gewinn nach oben gehen. Nichtsdestotrotz, ich erwähne es nochmal, wir haben hier ein hochprofitables Unternehmen, auch beziehungsweise obwohl sie von den aktuellen Problemen, die man nach Corona hat, die Lieferkettenprobleme sind nach Corona Probleme, nicht verschont geblieben ist. An der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, warum glaube ich auch oder finde ich das Unternehmen auch interessant, warum könnten die Prognosen so auch stimmen bezüglich steigender Umsätze, steigender Margen? Weil wir, beziehungsweise weil Zellavision zwei Megatrends bedient oder in die Karten spielen. Das eine ist, dass das Gesundheitssystem wächst, die Ausgaben wachsen immer mehr, jedenfalls in den westlichen Ländern, auch durch die Überalterung. Das heißt, der Markt ist ein wachsender Markt, in dem Zellavision tätig ist für die Medizintechnik. Zum anderen, dieser wachsende Markt, diese steigenden Kosten, die führen auch zu Kostendruck, insbesondere bei den Staatsbudgets, was dann wiederum Kostendruck verursacht in den Laboratorien, der ja dann weitergegeben wird, nach unten durch diffundierter Kostendruck. Und Cellavision führt einfach oder ist gar beim ganzheitlichen, bei der ganzheitlichen Betrachtungsweise dabei eingestellt, den Laboratorien zu helfen, diesen Kostendruck standzuhalten, indem sie die Effizienz erhöhen. Und da ist ja hier die Software ein gutes Beispiel dafür. Selbstverständlich soll auch Ökosystem, so wie bei Apple, dass die Mikroskope etc. dann besser natürlich funktionieren oder dass die Software besser funktioniert mit den hauseigenen Produkten. So, gehen wir mal zur Dividende. Da haben wir die besagte Dividendenstreichung und man sieht ja sofort, dass das Management oder man ja, konservativ unterwegs ist. Man kann sich ja hier die Frage stellen, warum hat das Management die Dividende komplett gestrichen? Da war doch noch mächtig Luft. Ja, ich gehe davon aus, dass das Management einfach sehr vorsichtig gewesen ist. Man hat nicht gewusst, was mit Corona dann auf einen zukommt, denn Cellavision war ein Corona-Verlierer, kein Gewinner. Im Rahmen der Lockdowns ist es dann immer ist schwer geworden, die Instrumente bzw. die Mikroskope zu verkaufen, die Beratung durchzuführen, dann auch da bei der Installation behilflich zu sein. Entsprechend sieht man auch einen leichten Gewinnrückgang hier. Dass er dann nicht so schlimm ausgefallen ist, wie man gedacht hat, da kann man sich im Nachhinein drüber freuen, im Nachhinein vielleicht auch sagen, jetzt auch die Dividende ausschütten sollen. Aber man darf auch nicht vergessen, Cellavision ist an sich keine Dividendenaktie. Die meiste Rendite erzielt ihr bei Cellavision über Kursgewinne, beziehungsweise sind in der Vergangenheit durch Kursgewinne erzielt worden. Gucken wir uns mal im Dividendenturbo hier Cellavision an, was die Dividendenrendite macht. Momentan liegt sie bei relativ bescheiden 1,27%. In der Vergangenheit ist sie als Dividendenaktie sicherlich durchgegangen. Da war die Dividende teilweise bei über 3%. Dann haben wir hier aber
Sinkende Dividendenrenditen trotz steigender absoluter Dividendenbeträge hat natürlich mit den Kursgewinnen zu tun. Was ich sagte, zählerisch, die Rendite spielt dann in erster Linie oder wird in erster Linie durch Kursgewinne eingespielt. Nichtsdestotrotz, was auch interessant ist, wir haben ja hier steigende prognostizierte nicht nur Gewinne, sondern auch Dividendenausschüttungen. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs bezogen auch steigen würde, von 1,2% auf 1,7% auf dann hier immerhin rund 2% im Jahr Anfang 2025 schon. Und dann trägt auch oder dann ist auch die Dividendenrendite auf einer Höhe, wo es dann auch vielleicht schon anfängt, wieder Spaß zu machen, wenn man so Überweisungen bekommt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die eigentliche Bewertung rein. Und vielleicht gucken wir uns erstmal, bevor wir in die Bewertung gehen, hier den Kursverlauf an, den kompletten Kursverlauf auch gerne. Das sehen wir ganz kurz, ging es mal runter. Hier war wohl der IPO im Jahr 2007 und hier seht ihr schon eine Korrektur. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier beim IPO dabei gewesen wären, hätten wir eine jährliche Rendite gehabt, über die Auf- und Abs der Jahre hinweg, über die Jahreszeit 2013 von 18%, das meiste, wie ich sagte, hier Kursgewinne. Und ist schon was Leckeres, damit hätte man den Markt also im Prinzip fast dreimal, würde ich sagen, Pi mal Daumen outperformt. Hier sehen wir die Bewertungen der Aktie und ihr seht, dass die Aktie mal von 2017 bis, ja, bis vor kurzem eigentlich relativ sportlich bewertet war. Das KUV lag ab und zu bei 20 plus. Und momentan liegt es lediglich bei, Anführungszeichen, lediglich bei um die 6,5. Wenn wir uns den bilanzierten Gewinn anschauen, da bilanzierter bereinigter Gewinn gibt sich nicht viel, kaum Unterscheidungen drinnen, deshalb können wir beim bilanzierten bleiben. Da seht ihr dasselbe in grün. Das durchschnittliche KGV hier über den ausgewählten Zeitraum an knapp 50. Momentan liegen wir aber bei um die 35. Dabei hatten wir schon KGV erreicht von ganz kurzen Zeitraum mal von 100, mehrfach von 90. Und da seht ihr, wie weit die Aktie runtergekommen sein muss innerhalb der letzten oder innerhalb des letzten Jahres auch. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein, machen die Logarithmik weg und sehen dann hier entsprechend die Dramatik der Kursverluste von 2021 bis, ja, 2023. Da ging es dann nochmal verstärkt runter in den letzten Monaten. Und hier Rendite minus 66%. Also die Aktie hat wirklich rund zwei Drittel vom Allzeithoch verloren. Das könnte jetzt eine günstige Einstiegsgelegenheit sein. Denn wenn man sich die Gewinnentwicklung anschaut, dann sieht es ja nicht ganz so dramatisch aus, wie der Kurssturz vermuten lässt. Tatsächlich, habe ich mal geguckt, sind jetzt im letzten Quartal die Erwartungen verfehlt worden. Das zweite Halbjahr 2022 ist nicht ganz so gut gelaufen. Hatte mit einem relativ schwachen Geschäft in Asien zu tun, auch noch mit den Lockdowns. Aber die Lockdowns haben sich ja jetzt dann auch in Luft aufgelöst. Insbesondere in China, die Zero-Covid-Strategie ist ja in einer spektakulären 180-Grad-Wende aufgehoben worden. Insofern, und die Megatrends sind weiterhin intakt. Insofern bin ich relativ optimistisch gestimmt, dass wir hier jetzt dann wieder dynamisch steigende Gewinne sehen werden. Warum ist der Aktienkurs dermaßen eingebrochen, wenn es doch gar nicht so schlimm gewesen ist wie im Kursverlauf? Hat natürlich mit übersteigerten Erwartungen des Marktes zu tun und das zeigt hier die Bestimmung des fairen Werts wunderbar. Wir haben also hier einen fairen Wert gehabt, zum Beispiel für das Geschäftsjahr 2021, da können wir mal hier für das Geschäftsjahr 2020, der lag bei gerade 170 schwedischen Kronen, aber der Aktienkurs, der ist dann zwischen 310 bis zu 453 schwedischen Kronen, hat er geschwankt, lag also deutlich drüber. Und dann, wenn die Enttäuschungen dann kamen, wenn der Markt enttäuscht war, ich sage es mal so, Wachstum hatten wir dann trotzdem auch relativ moderat gehabt, dann wird die Aktie entsprechend stark abgestraft und letztlich der Aktienkurs bei 157 schwedischen Kronen und damit sogar unter dem fairen Wert von 230 schwedischen Kronen. Das aber alles mit der Standardeinstellung, die so aus dem Tool rauspurzelt, wo ich die letzten 10 Jahre genommen habe, die durchschnittliche Bewertung der letzten 10 Jahre und daraufhin basierend dann den fairen Wert berechnet habe.
Man könnte auch faire Werte nehmen, basierend auf dem Umsatz etc. Der sieht ähnlich aus, aber wir bleiben hier beim bilanzierten Gewinn. Jetzt zoomen wir mal noch ein bisschen rein auf die letzten 5 Jahre und gucken uns dann auch die Prognosen an. Wenn wir das so für bare Münze nehmen und dann auch noch glauben, dass die Aktie auch in der Zukunft wieder so bewertet sein wird im Schnitt wie in der Vergangenheit, dass wir also auch wieder hier KGVs haben werden von 80 zum Beispiel, 90 oder vielleicht noch höher, dann wäre das eine Bewertung, wie wir sie hier so lassen können. Ich würde vorsichtiger vorgehen und würde jetzt sehr konservativ sogar sagen, der Markt hat jetzt nochmal die Aktie nach unten geschickt, weil er nochmal Enttäuschungen hatte, weil das zweite Geschäftsjahr, die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2022 schlecht gelaufen ist. Ich würde einfach hingehen und sagen, momentan wird die Aktie mit einem KGV von 31,6 bewertet. Machen wir es genauso, sagen wir, das wäre der faire Wert. Und das ist für mich immer die sehr konservative Annahme, wo es heißt, der Markt hat die Aktie jetzt quasi neu bewertet und er wird nicht mehr die Aktie viel teurer machen. Das ist eine sehr konservative Annahme und die wird vielleicht, wenn wir Glück haben oder wenn wir etwas positiver herangehen, dann übertroffen werden, dann werden wir zusätzliche Kursgewinne haben, weil durch das höhere KGV wird dann mit der dann die Aktie bewertet wird, wird dann auch der Aktienkurs wieder steigen. Aber in dieser Annahme, die wir jetzt treffen, werden die zukünftigen Renditen ausschließlich von steigenden Unternehmensgewinnen abhängen. Und dann gucken wir mal, was für eine Renditeerwartung wir haben auf das übernächste Geschäftsjahr. Das wäre das laufende Geschäftsjahr, das wäre das übernächste Geschäftsjahr. Und da kämen wir auf eine jährliche Renditeerwartung von 20%. Das ist natürlich eine Menge, das ist sogar noch etwas mehr als in der Historie. Da hatten wir ja 18 gehabt über den gesamten Zeitverlauf seit IPO. Und aufs laufende Geschäftsjahr von 12,2%, obwohl hier ja noch kein so dynamisches Gewinnwachstum prognostiziert wird. Und das ist natürlich was, was die Aktie interessant macht. Wir haben hier erstens, wie ich finde, ein Qualitätsunternehmen vor uns, das seinen Markt gefunden hat, das so einen ganzheitlichen Ansatz mit einem Ökosystem fährt, das schon eine Marktbeherrschungsstellung in Marktlaboren hat, dem Megatrends in die Karten spielen. Und dann haben wir auch noch eine Aktie, die relativ günstig bewertet zu sein scheint, wo man also zuschlagen kann. In diesem Sinne, an der Stelle nochmal keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, aber aus meiner persönlichen Sicht ein Kauf. So, jetzt bin ich gespannt, meine lieben Freunde. Könnt ihr kommentieren? Habt ihr die Aktie schon gekannt, erstens? Und zweitens, wie seht ihr das Unternehmen? Wie seht ihr die Aktie? Und was meint ihr? Ist die Aktie kaufenswert? Ja oder nein? Vielleicht habe ich auch was übersehen. Auch kritische Kommentare sind willkommen. In diesem Sinne, auf gute Investments und bis bald. Ciao.